Willkommen zum ersten 3D-Druck Online-Workshop der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Am Beispiel einer individualisierten Münze oder auch Einkaufschips lernen Sie hier ein eigenes 3D-Modell zu erstellen und Maschinen lesbar zu machen, sowie den Umgang mit dem 3D-Drucker in unseren Bibliotheksräumen. Anschließend erhalten Sie ergänzende Informationen zur Beschaffung von Druckdateien. Zuerst erstellen wir das 3D-Modell der Münze. Diesen Teil können Sie bequem von zu Hause aus mitmachen. Öffnen Sie den Browser Ihrer Wahl und rufen Sie die Adresse www.tinkercad.com auf. Tinkercad ist eine Webanwendung, die es Ihnen ermöglicht, eigene 3D-Objekte von zu Hause aus zu erstellen. Sie können sich entweder kostenlos registrieren oder über einen bereits bestehenden Account anderer Dienste wie zum Beispiel Google oder Apple anmelden. Wir empfehlen Ihnen, das Video zwischendurch zu pausieren und die Schritte parallel auszuführen. Nach der Anmeldung gelangen Sie in Ihren persönlichen Bereich. Über Neu, 3D-Entwurf, können Sie ein neues Projekt anlegen. Auf der Arbeitsebene in der Mitte werden alle Objekte platziert. Diese ist dreidimensional und kann über den Würfel links oben frei bewegt werden. Der Home-Button bringt die Platte wieder in die Ausgangsposition. Und die Plus- und Minus-Buttons erlauben das Vergrößern und Verkleinern der Darstellung. Rechts von der Arbeitsfläche befinden sich unterschiedliche Formen. Für unsere Münze nehmen wir als Grundform den Zylinder. Durch das Halten der linken Maustaste kann das Objekt auf die Arbeitsfläche gezogen werden. Nun stellen wir die Breite des Zylinders ein. Wählen Sie einen der Quadrate an und ändern den rechten unteren Wert auf je 23,4 mm. Wählen Sie anschließend das obere Quadrat an und stellen die Höhe auf 2 mm ein. Diese Maße entsprechen einer 1-Euro-Münze. Ein Kästchen auf der Arbeitsebene entspricht übrigens einem Millimeter. Sie merken, dass unsere Münze noch relativ kantig aussieht. Markieren oder wählen Sie die Münze an und stellen den Parameter Seiten auf die höchste Stufe von 64 Seiten ein. Durch eine größere Kantenanzahl sieht die Münze nun glatter aus. Ihre Münze benötigt noch ein Loch, um diese am Schlüsselbund befestigen zu können. Hierfür ziehen Sie einen weiteren Zylinder auf die Arbeitsebene und stellen die Breite der beiden Seiten diesmal auf 4 mm ein. Die Seitenanzahl ziehen Sie ebenso auf das Maximum hoch und platzieren den Zylinder irgendwo innerhalb der Fläche der Münze. Markieren Sie mit dem Mauszeiger beide Objekte und gehen über den Menüpunkt rechts oben auf Ausrichten. Es erscheinen verschiedene Punkte und Bahnen entlang des größeren Objektes. Wählen Sie den mittleren unteren Punkt auf der X-Achse sowie den linken oberen Punkt auf der Y-Achse zum Platzieren des kleineren Zylinders an. Sie sehen, dass der Zylinder noch relativ nah an der Kante platziert ist und dadurch die Münze im Einsatz brechen könnte. Wählen Sie den Zylinder einmal an und betätigen Sie auf Ihrer Tastatur einmal die Taste mit dem Pfeil nach unten. Anschließend müssen Sie die Beschaffenheit des Zylinders auf Bohrung umstellen. Die Höhe kann ebenso auf 2 mm wie bei der Münze eingestellt werden, muss aber in diesem Fall nicht zwingend, da es hier nur um den auszuspannenden Bereich geht. Markieren Sie erneut beide Objekte und wählen über den Menüpunkt rechts oben Gruppieren. Beide Zylinder wurden miteinander verschmolzen und die Bohrung hat sich zu einem Loch entwickelt. Nun können Sie Ihre Münze durch das Einritzen von Symbolen individualisieren. Beachten Sie bitte die Größe der Münze und vermeiden Sie ebenso sehr filigrane Details. Bitte gehen Sie nicht über die Höhe der Münze, da diese sonst nicht in den Einkaufswagen passt. Zum Personalisieren können Sie einige flache Objekte wie das Herz verwenden, aber auch mittels Scribble eigene Zeichnungen erstellen. Die Farbe ist hier nicht relevant,
Da stets die Farbe des Filaments im Drucker verwendet wird. Über die Rückgängig-Taste können Sie Fehler wiederherstellen oder unerwünschte Objekte nach dem Markieren mit der Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur oder den Button Löschen oben links entfernen. Zum Individualisieren nehmen wir hier das Objekt Text. Hier sollten Sie beachten, keine Serifenschrift zu wählen, da die Gänsefüßchen an den Buchstabenenden bei dieser Größe schlecht gedruckt werden können. Wir entscheiden uns hier für die Schriftart Sans. Mittels Befehl Schräge kann die Breite der Schrift noch ein wenig beeinflusst werden. Im gleichnamigen Feld kann der anzuzeigende Text eingetragen werden. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten, das ist der Fall an Ihrer Tastatur links unten, der nach oben zeigt, und dabei ein Objekt gleichzeitig anwählen, kann das Objekt während des Ziehens einer der Quadrate an der Ecke gleichermaßen proportional in der Höhe und Breite verändert werden. Durch das Markieren beider Objekte kann der Text mit der Ausrichtungsfunktion mittig auf der Münze platziert werden. Achten Sie bitte auf einen leichten Rand zwischen dem Objekt und der Münzkante. Soll Ihr Text mehrere Zeilen enthalten, so muss für jede ein eigenes Textfeld platziert werden. Ein Zeilenumbruch ist also nicht möglich. Je kleiner und filigraner die Objekte sind, desto fehleranfälliger kommt der Druck raus. Nun können wir die Beschaffenheit der Textobjekte auf Bohrung umstellen. Wie Sie sehen, geht der Text gerade noch durch die komplette Münze durch und wirkt wie ein Ausstanzen, genau wie bei dem ersten Loch mit dem Zylinder. Haben Sie zusammengeschlossene Linien, wie zum Beispiel der Buchstabe O wie Otto, werden Sie komplett samt Innenleben ausgeschnitten und entwickeln sich zu einem Loch. Damit dies nicht passiert und die Schrift nur zum Teil reingefräst wird, wählen Sie das Textobjekt an. Im oberen Bereich wird ein Tropfen oder auch ein kegelähnliches Symbol angezeigt. Durch das Wählen und Halten bzw. Ziehen können Sie die Einstellung auf 1 mm einstellen. Dies bedeutet, dass das Objekt nun 1 mm über der Arbeitsebene schwebt. Wenn Sie jetzt nach unten schauen, scheint die Schrift nicht mehr durch. Markieren Sie alle Objekte und wählen Sie das Gruppieren. Nun können Sie das Endergebnis der individualisierten Münze sehen. Wenn Sie zufrieden sind, gehen Sie bitte noch einmal in die Ausgangsposition und prüfen, ob sich weitere, nicht erwünschte Objekte auf der Arbeitsebene befinden, die in der Druckdatei mitgespeichert werden könnten. Links oben können Sie Ihrem Projekt einen am besten sprechenden Namen vergeben. Bitte verwenden Sie keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer Binde und Unterstriche. Umlaute können durch den 3D-Drucker nicht erkannt werden. Rechts oben können Sie die Datei versenden oder über Exportieren speichern. Wählen Sie für die Modelldatei bitte das STL-Format aus. Das 3D-Modell muss noch in ein für den Drucker maschinenlesbares Format umgewandelt werden.
den sogenannten G-Code. Der Prozess heißt Slicen und wird mittels des Prusa-Slicer durchgeführt. Das Programm können Sie kostenfrei herunterladen oder direkt in der Bibliothek nutzen. Der 3D-Drucker und der Computer befinden sich im Untergeschoss der Zentralbibliothek der Stadtbücherei Frankfurt-Main. Informieren Sie sich bitte vorab nach den aktuellen Aufstellorten. Nachdem Sie die Nutzungsvereinbarung an der Theke im Erdgeschoss unterschrieben haben, erhalten Sie das Passwort für den PC. Schalten Sie den Computer ein, melden Sie sich an und starten Sie das Prusa-Slicer-Programm auf dem Desktop. Der Hersteller wird jedoch korrekterweise Prusa ausgesprochen. Stecken Sie nun den USB-Stick ein, der Ihre erstellte STL-Datei enthält. Rechts oben sehen Sie die Einstellungen des Druckers, an dem die Datei gedruckt werden soll. Stützen werden für nicht stabile hohe Objekte benötigt und Ränder müssen nur bei kleinen, mehreren losen Objekten gesetzt werden. Empfehlen ist die Materialdichte. Die vorangestellten 15% reichen für einen stabilen Druck in der Regel aus. Über den Menüpunkt Hinzufügen können Sie Ihre Datei vom USB-Stick auswählen. Das Objekt wird auf dem 18 x 18 cm großen Druckblech platziert und kann frei bewegt werden. Hier können noch Größenwert und Position angepasst werden. Außerdem können Sie weitere Objekte hinzufügen oder vom Druckblech entfernen, sowie Objekte duplizieren und automatisch ausrichten. Über die Vorschau links unten können Sie weitere Informationen zum Druckvorgang einsehen, wie die Dauer und den Materialverbrauch. Der Streifen um das Objekt ist eine Orientierungslinie für den Drucker. Die Position Kosten ist für Sie nicht relevant. Sind Sie mit der Platzierung zufrieden, wählen Sie nach dem Bestätigen der Vorschau rechts unten Export G-Code und speichern Sie die Datei auf Ihren Stick. Vergessen Sie nicht, den Computer herunterzufahren. Nun kann die Datei endlich gedruckt werden. Achten Sie bitte bei der Nutzung des Druckers darauf, keine lose Kleidung wie Schals oder Schmuck zu tragen und binden Sie lange Haare zusammen. Der Drucker ist beweglich und erreicht sehr hohe Temperaturen von 100 bis über 200 Grad, also halten Sie einen Sicherheitsabstand während des Arbeitsprozesses ein und berühren Sie weder die Platte noch die Düse. Lassen Sie den Drucker im Arbeitsprozess niemals unbeaufsichtigt. Zum Einschalten bedienen Sie den Kippschalter seitlich rechts am Drucker und stecken daneben den USB-Stick ein. Prüfen Sie gegebenenfalls, ob der Stromstecker angeschlossen ist. Ihre Datei können Sie unter dem Punkt Drucken auswählen. Durch das Drehen des vorderen Knopfes wird das Menü am Display bedient, sowie durch das Drücken des Knopfes eine Auswahl bestätigt. Der Druckvorgang startet nun. Zunächst wird der Drucker aufgewärmt. Dies kann eine Zeit in Anspruch nehmen. Die Temperatur und Restdauer können Sie unten am Display einsehen. Anschließend wird das Druckblech gescannt, hier etwas vorgespult. Der Drucker kann dabei ein lauteres Geräusch von sich geben. Die Düse zeichnet zu Testzwecken ein Stück Filament an der Kante ab, bevor der Rand für den Druckbereich und das eigentliche Objekt gedruckt werden. Das Filament wird aufgewärmt und durch die Düse in einem hier 0,4 mm Streifen gepresst, bis es auf dem Blech abkühlt und wieder fest wird. So wird das Objekt Schicht für Schicht aufgebaut. Wir verwenden hier als Filament den Kunststoff PLA, das auch natürlichen Rohstoffen wie Maisstärke hergestellt wird und dadurch lebensmittelecht ist. Falls im Druckvorgang doch etwas schief läuft, bewahren Sie bitte Ruhe und stoppen den Vorgang. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Druckers kann er kontrolliert abkühlen. Anschließend kann er gereinigt werden. Nach dem Pausieren ist eine Fortführung des Druckvorganges generell nicht mehr möglich. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie das Federstahlblech entfernen.
Es ist magnetisch an der Oberfläche befestigt und ist etwas biegsam, sodass das Objekt von der Platte abgezogen werden kann. Das Druckblech sollte bereits abgekühlt sein. Bitte entfernen Sie auch die Reste des Filaments. Entnehmen Sie wieder Ihren Stick und schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie gegebenenfalls den Netzstecker aus der Steckdose. Im Internet werden einige 3D-Objekte und Dateien zum Kauf angeboten, oft von privaten Personen. Hier zeigen wir Ihnen drei Webadressen, an denen Sie sich auch kostenlose Modelldateien finden können. Die Seite Printables gehört zum Prusa-Anbieter. Unter 3D-Modelle können Sie nach Druckdateien suchen und einige Filtermöglichkeiten einstellen. Diese Website ist besonders für nicht erfahrene Personen praktisch, da hier das Druckermodell, die Filamentart und die Düsenbreite gefiltert werden können, sodass beim Druck nichts schieflaufen kann. Außerdem kann die maximale Druckdauer eingegrenzt werden. Beachten Sie, dass außerhalb unserer Öffnungszeiten und in Ihrer Abwesenheit der Drucker nicht eingeschaltet bleiben darf. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar praktischen Türhaken? Oben rechts finden Sie die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst sowie die Dateien zum Herunterladen. Die Webseite bietet manchmal bereits G-Code-Dateien, sodass das Slicen wegfallen kann. Die Lizenzhinweise zur Nutzung finden Sie unten auf der Seite. Unter Mails und Kommentare können Sie Erfahrungsberichte und Fotos anderer Nutzenden einsehen, sowie gegebenenfalls daneben modifizierte Versionen der Druckdatei finden. Häufige Druckaufträge sind zum Beispiel auch kaputte oder verloren gegangene Tastaturtaste. Nach dem Druck kann das Objekt besprüht oder bemalt werden. Eine weitere Seite ist das Thingiverse, die überwiegend frei lizenziert nachnutzbare Inhalte anbietet. Unter All Things 3D Printing können Sie nach gewünschten Inhalten browsen oder sich am Suchfeld versuchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kleidungsknopf im Orland Design? Unter Thingfiles finden Sie die angebotenen Dateien. Eine STL-Datei können Sie übrigens auch im Tinkercad hochladen und weitere Details verändern, wie zum Beispiel ein zusätzliches Loch oder Element einbauen. Unter Macs finden Sie Ergebnisse anderer Nutzenden. Die dritte Webseite ist My Mini Factory. Sie bietet auch Objekte zum Verkauf an. Unter Explore können Sie die beliebige Kategorie wählen und nach Dateien durchsuchen. Beliebt sind zum Beispiel auch Plätzchen aus Stichformen, Ohrringe, Zahnbürstenhalter, Flaschenöffner oder Würfel. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Talisman aus einer beliebten Fantasy-Saga? Rechts finden Sie alle gegebenen Informationen zum Druckobjekt, sowie die Lizenzhinweise und die Druckdateien. Hier gibt es leider keine einheitliche Darbietung, die Informationen können in den angebotenen Kategorien durch die Anbieter frei eingetragen oder erst gar nicht hinterlegt werden, sodass sich die Seite nur bedingt für neue Nutzende eignet. Abschließend noch eine kleine Übersicht zu unserem Drucker, um Ihre Suche nach Dateien zu erleichtern. Vielen Dank, dass Sie an unserem Workshop teilgenommen haben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns, Ihre Erfahrung mit dem Drucker sowie Ihre Druckergebnisse.